Hallo lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich nehme euch heute wieder ein wenig mit in mein Alltag. Ja, ich bin jetzt gerade erst nach Hause gekommen. Ich war ganz kurz mit meiner Schwester zu Besuch. Ja, jetzt warte ich auf Luis. Der müsste jetzt gleich von der Schule schon da sein. In den nächsten paar Minuten. Genau, ich habe jetzt noch Essen von gestern da. Ich habe geschnetzeltes in Käse-Sahne-Soße gemacht. So mit Karotten und alles drum und dran. Knoblauch und Nudeln dazu. Jetzt stelle ich noch eine Hawaii-Pizza in den Backofen. Ja, dann essen wir erstmal. Ich werde gleich auch zu Hause ein bisschen aufräumen müssen. Ja, ich habe jetzt eine neue Haarverlängerung. Mein Freund hat mir ein Geschenk gemacht. Genau, das ist jetzt kein richtiges Echthaar. Das ist dieses 50-50. Ich zeige euch das mal. Meine Haare werden zur Zeit so schnell fettig am Ansatz. Deswegen nicht wundern. Ich muss die Kamera gleich anders einstellen. Die ist mir irgendwie zu hell. So sehen die aus. Ich habe die jetzt auch nicht geglättet oder so. Das sind 55 cm. Wie sieht das aus? Ja, wenn ich die halt aufteile und alles, dann geht das. Natürlich ist echt viel, viel besser, aber ja, ist auch richtig, richtig teuer. Genau, dann würde ich einfach sagen, werde ich jetzt die Kamera ein bisschen aufladen. Es ist wieder so stickig draußen. Eigentlich wollte ich ganz kurz zu Marco. Ich hätte voll Bock heute auf einen Döner. Dachte ich, hole ich mir mit Luis. Aber schaffe ich nicht, ich habe zurzeit richtig mit Kreislauf, Probleme, schwach, schlapp, Schwindel, Übelkeit, deswegen traue ich mich gar nicht bei der Hitze raus. Ja, deswegen essen wir die Reste von gestern einfach. Würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ja, ich habe das gestern jetzt einfach alles so in einen Topf gemacht. Sieht jetzt nicht so schmackhaft aus, aber ist richtig lecker. Das mache ich mir jetzt einfach warm, mit Luis reicht uns. Genau, da hole ich mir morgen vielleicht einen Döner. Und einfach diese Pizza Hawaii stellen wir auch im Backofen. Genau, kalte Milch dazu oder so. Ja, das war's. Ich hatte jetzt voll Bock auf so eine kalte Wassermelone. Ich habe echt keinen Bock raus. Vor allem diese Übelkeit ist so heftig. Kann man gar nicht beschreiben. Man hat Hunger, man hat Lust auf irgendwas, aber du kannst die essen, weil die so übel ist. Und dann isst du, dann wird dir auch übel. Wenn du nichts isst, ist dir auch übel. Das ist richtig, richtig schlimm. Man hat Verlangen, aber da ist einfach nichts runter. Ja, was Neues wegen Wohnungen haben wir jetzt auch nicht. Wir hatten erstmal eine gefunden gehabt, aber hat dann doch nicht geklappt. Die war mitten in der Stadt bei uns im Zentrum. Auch richtig schöne Wohnung, aber wie gesagt, hat nicht geklappt. Das heißt, weitersuchen. Sorry, ich bin so schnell aus der Puste. Genau, ansonsten gibt es nicht viel zu erzählen. Heute wird auch nicht mehr viel passieren. Wir haben angefangen, mit meinem Freund eine Serie zu gucken. Die gucken wir wahrscheinlich heute Abend erst wieder. Gucken, ob wir die vielleicht auch gleich schon anmachen. Er kommt gleich. Deswegen, ich kann nicht so viel filmen, wenn er da ist. Also ich fühle mich nicht wohl, vor ihm zu filmen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Und so, Luis ist jetzt auch da. Ja, mein Schatz. Das ist nicht normal. Mein Kind ist schon wieder direkt abgehauen. Ich habe zu ihm gesagt, ruh dich ein bisschen aus nach dem Essen und dann kannst du wieder rausgehen. Und so eine Hitze. Nee, er möchte ins Freibad mit seinen Jungs. Nicht normal. So, Luis ist doch nicht ins Freibad gegangen, sondern zu meinem Bruder. Mein Bruder hat ihn jetzt abgeholt. Er möchte ein paar Stunden zu meinem Bruder. Ja, ich weiß gar nicht, was ich anstellen soll. Ich habe schon Schnauze voll nur von Haushalt. Ja, heute hatte ich auch keine Termine. Also heute war es richtig chillig weg. Ich habe auch mich ausschlafen können. Ich habe nur Luis zur Schule fertig gemacht. Und bin dann nochmal weggenickt, weil ich so müde war. Ja, deswegen, ich weiß nicht. Ich werde jetzt einmal durchsaugen, wischen. Und gucken, was ich zum Abend später machen kann. Vielleicht mache ich einfach, sag schnell, diese Thunfisch-Toasti. Obwohl, wir haben gerade Pizza gehabt und das wird wieder so trocken. Was könnte ich denn sonst machen zum Abend? Naja, ein bisschen Zeit habe ich ja noch zum Überlegen. Genau, ich gucke gleich auch noch ein bisschen nach Wohnungen. Es ist halt richtig schwer, was zu finden. Es ist alles so teuer und die meisten wollen nicht mit kleinen Kindern. Und ja, solche Sachen halt. Muss ich mal gucken. Ja, ansonsten gibt es halt nicht viel zu erzählen. Morgen geht Luis zu Papa. Fokus. Da werde ich aber auch nicht viel machen. Vielleicht gehen wir irgendwo was essen oder so. Spazieren. Bei der Hitze habe ich echt gesagt, gar keinen Bock rauszugehen. Wie ist das bei euch? Also da macht mein Kreislauf zurzeit gar nicht mit.
Ich habe jetzt meinen Staubsauger rausgeholt. Ich sauge jetzt einmal schnell durch. Ja, wir können ja mal zusammen gucken, was ich heute Abend zu essen machen könnte. Ich habe echt keine Ahnung. Oh, dieses Essen machen, das nervt mich zurzeit so richtig. Ich frage mal meinen Freund, ob er später kurz Milch kaufen kann und Reis für Milchreis. Das mache ich heute zum Abend Milchreis für uns. Ich weiß nicht, ob die darauf Bock haben, aber Luis mag sowas. Oh, was könnte ich denn noch dazu machen? Mal schauen, worauf ich hätte verbraucht Milchreis. Ja, was ich euch fragen wollte, Leute, ich zeige euch jetzt mal meine Wimpern. Also ich habe drei verschiedene. Ich habe die zwei jetzt schon getragen gehabt. Aber welche findet ihr am besten oder findet ihr ohne Wimpern am besten? Ich zeige euch das jetzt mal. Also ich habe hier welche. Die sehen natürlich nicht mehr so gut aus, weil die nicht mehr neu sind. Auf jeden Fall habe ich hier so Wimpern, die sind halt so Cat Eyes. Und etwas, ja, so nicht so voll, so dünner. Kann ich euch abstellen. So, also ich zeig mal die hier. Also ohne Wimpern habt ihr jetzt gesehen. Ich werde die jetzt nicht kleben, sondern so dran halten. So, das sind jetzt diese. Also ich natürlich muss ich die richtig kleben. Ja, die sind halt so dünner. Findet ihr mit Wimpern schöner oder ohne? Also das sind jetzt die hier. Und dann habe ich extrem krasse. Moment, ich zeige euch nochmal. Euch das mal. Das sind jetzt die ganz krassen. Die sind heftig, ne? Früher habe ich die so heftig geliebt, ne? Ich überlege, ob ich mir gleich Wimpern klebe. Ich finde irgendwie trotzdem geil. Ich liebe halt dieses Auffällige. Könnt ihr mal unten reinschreiben, was ihr schön findet. Die ersten, zweiten sind die. Oder die dritten. Die dritten sind schon richtig hässlich. Die hatte ich schon zu oft an. Das sind auch so natürliche, sage ich jetzt mal. Ja. Oder diese hier. Ihr denkt euch, jedes Mädchen muss das natürlich. Aber die sind echt. Im Gegensatz zu den anderen wirklich. Im Gegenteil, zu den anderen richtig natürlich. Ja, welche findet ihr am schönsten? Erste, zweite, dritte oder ohne Wimpern? Könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Genau. Ich glaube, ich werde mich jetzt, glaube ich, an den Computer setzen, das Video schon mal bearbeiten. Ich werde jetzt erstmal schon mal meinen Computer anmachen, weil der 10 Jahre braucht. Ich habe jetzt so Bock auf Milchreis, dass ich wirklich überlege, kurz bis nach Markov zu laufen. Oh, diese Hitze. Ich weiß nicht, ob ich noch ein bisschen warte. I don't know. Ich weiß nicht. So, ich habe mich jetzt umgezogen. Meine Schwester kommt jetzt mit mir auch mit. Ja, ich werde jetzt die Kamera nicht mitnehmen. Bei der Hitze habe ich gar keine Lust. Und ja, ich werde da auch nicht viel kaufen. Nur für Milchreis oder für Grießbrei. Kleinigkeiten für heute Abend. So, ich bin jetzt zu Hause angekommen. Ich dachte, ich zeige euch doch noch ganz kurz, was ich geholt habe. Wenn das geschwitzt. Eigentlich gar nicht so viel geholt, aber trotzdem zwei Tüten, schon ein bisschen anstrengend. Warte mal, ich zeig euch. Ja, habe ich hier einmal diese Pizza hier geholt, türkisch, Lama, June Style. Dann habe ich vier Kürbiskernbrötchen mit Käse geholt. Für Luis so ein Monster Donut Krümelmonster. Ja, für meinen Freund ein Deo. Geflügelleberwurst und mein Akku ist leer. Zweimal Milch. Ja, hat hier Bock auf Grießbrei. Irgendwie habe ich jetzt da doch keinen Bock mehr so richtig drauf, oder? Keine Ahnung, voll komisch. Dann habe ich zwei so Bräunungstücher mitgenommen. Rasierer. Habe ich für Luis neue Zahnbürsten geholt. Ja, für Bres. Für mich ein Deo. Dann habe ich da noch Katzenfutter und nochmal Zahnbürsten. Eine Avocado geholt, habe ich voll Bock drauf. Mortadella zum Belegen. Noch eine Milchpackung. Antipasti. Rinderhackfleisch. Diesen grünen Tee mögen wir voll gerne. Kalt schmeckt richtig gut. Mayonnaise und dann kommt nur noch Katzenfutter. Und das war's. Ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich von diesem Video. Ihr merkt, ich bin nass geschwitzt. Ich will mich gleich einfach mal abduschen und frisch machen. Genau, dann hoffe ich natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Lasst mir Feedback da, ein Daumen nach oben ist. Und bis zum nächsten Video. Ciao.